I'm in love with pizza, 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 all of the time, pizza, pizza. Geile Starthand auch und am Play, ja, das kann ja fast nicht schief gehen. Let's go. Blood Fountain ist fine. Dieses Cover-Up ist auch good to have. Nicht so, dann können wir Scryne. Wir haben dann Byloom Egg plus Exploit. Wow. Ist nur Creature oder alles? Nee, ist nur Creature. Attack. Wenn er meinen Lantern Bearer tötet, dann nehmen wir zumindest einen Token weg. Er hat nichts, um zu neutralisen bzw. countern. Wir Scryne 2, den Effekt kriegen wir auf alle Fälle, auch bei und Land ist glaube ich besser als Siphon Essence, ja. Wenn ich so ein Land spielen, die wir das Cover-Up offen lassen. Ob es ein bisschen weh tut ohne Karten am Friedhof. Instant? Ja, ist ein Instant. Mhm. Ja, ich glaube, wir aktivieren einfach Soul Cypher Board und versuchen uns ein Land zu angeln. Sagen Go. Lassen die wir's Cover-Up offen. Notfalls Rotten Reunion zweimal. Beziehungsweise einmal Safe für den Swamp. Schauen wir nochmal irgendwas. Shuffled mit, cycled mit einem Blood Token, das wäre für uns natürlich perfekt. Oh, bisschen spät für Removal. Mhm, den kriegst du nicht. Submit Zero. Meine wäre jetzt nicht so krass gewesen, aber stoppt ihn ein bisschen in den Tracks. Geist. Allererst Land nicht bekommen, aber wir spielen auch nur 16 Lands, das darf man nicht vergessen. Deswegen wäre es vielleicht besser gewesen, ihnen den zu geben. Naja, okay. Der ist mir jetzt relativ egal. Und Epicure ist mir auch relativ egal. Pass. Ja, Soul Cypher Board aktivieren. Suchen nach einem Land. Kein Land, aber wir kriegen einen Token entfernt. Diagraph Scavenger ist fine by me. Und ich glaube, wir greifen auch mit den Kätzchen an. Ja, will ich schon sagen. Wir kriegen entweder Card Draw oder eine Kreatur von ihnen. Mhm. Das passt. Und Diagraph Scavenger entfernt sein Epicure aus dem Friedhof. Damit er auch nicht mit Blood Fountain zurückholen kann. Kriegen zwei Leben und einen guten Blocker. Das passt. Board sieht sehr stabil aus für uns. Und normalerweise hat Dimir gegen Rakdos ein gutes Matchup. Magma Pummeler. Wieder kein Land, sadly. Mhm. Ich glaube, okay. Droppt er wegen Death Touch nicht trotzdem? Bei Lumac. Okay, habe ich das jetzt falsch gemacht? Wahrscheinlich. Okay. Den Geist am Start. Ich glaube, ich spiele Stowaway. Sagen Go. Rotten Reunion, End of Turn. Dann sollten wir gut dabei sein, eigentlich. Mhm. Und wir ein bisschen was mit unseren Lands gemacht haben. Wir haben auch die Cat Geist
Combo mit dem Werewolf. Ich glaube, dafür gehen wir jetzt auch einfach. Und mein Handy geht ab. Muss dann gleich zurückrufen. Der gute Stiche 13 ruft an. Bleed Dry. No! Können wir ihn mal zurückholen? Attack, attack. Ah, und holen Crawl von der Cellar. Und den Diagraph Scavenger zurück. Und machen hier einen +1-Token. Ja, okay. Leider war seine letzte Karte Bleed Dry. Das ist ein bisschen sad. Aber bald sollten wir mal ein Land ziehen können. Und dann haben wir den Diver's Gap. Den Harvester können wir zurückschicken dann gegebenenfalls. Und ihn um eine Runde verzögern, weil der ist ein bisschen nervig. Komm, gib Papa ein Land. Schon wieder keins. Wow. Okay, how do we do? Ich denke, wir greifen hier mal an. Mal das erste. Ich glaube, wir holen uns einfach ein paar Flyers. Redrainen für 1. Na, ich glaube mit Rainen. Für 2. Ich glaube mit Rainen. Wobei wir ja keine Kreatur zu entfernen, nur aus unserem Friedhof, immerhin. Your Graveyard, wieder zurück. Ist auch mehr Mana efficient. Gehen jetzt auf 2. Wir haben. Okay, wir haben nur einen Flyer in der Luft. Achso, er könnte den Spirit raus. Wobei wir dann Lantern Bearer. Ja, wird den Spirit töten, nicht Lantern Bearer. Okay. Game ist noch nicht over. Gegner sucht nach Antworten. Ja, nimmt den raus. Okay. Sehe ich den Play? Sehe ich. Kommt es auf den Friedhof oder transformiert? Was ist das? Journey to the Battlefield Transformed. Okay, das ist die gleiche Karte. Okay, okay, okay. Wenn wir ihn einen Blocker wegnehmen, bringt das was? Lass wenigstens das Land. Ja, wir machen jetzt einfach die Wombo-Combo. Den entfernen wir ihn. Greifen dann an. Nächste Runde haben wir wieder ein Fly in the Bag. Okay, ja, Double Block den Decay Token. Wir nehmen jetzt raus. Lantern Bearer kann er fast nicht rausnehmen. Das fehlt eine Zwickmühle. Wenn er Lantern Bearer rausnimmt, gewinnt er nächste Runde. Also kann ich eine Kreatur Flying geben. Und wir haben ja den Token auch noch. Den habe ich jetzt schon wieder vergessen gehabt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine Karte im Deck hat, die 3 meiner Kreaturen beantwortet. Vor allem, er müsste 2 beantworten können. Eine könnte er blocken. Also er müsste Lantern Bearer antworten. Naja, sieht alles sehr schlecht für ihn aus, wenn ich ehrlich bin. Pass. Wir können hier auch unblockable machen, aber... sehe ich den Grund nicht. Greifen wir mal mit allen an. Vampire Vengeance, okay. Und das war's gewesen. Nice. Win gegen Rakdos Vampires.